Kopf und heute gibt es ein richtig krasses Video. Und zwar wird heute ein kleiner Junge in 24 Stunden sein eigenes Musikvideo aufnehmen. Zusammen mit mir. Was geht, Anton? Moin. Moin, und schreibt alle Hashtag Eierkopf in Kommentare. Ali ist auch mit dabei. Er ist der Kameramann heute. Eierkopf. Und Freunde, ihr habt das gestrige Video gesehen. Ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, wie krass ihr den Song schon mal findet, was ihr schon gehört habt. Wie gesagt, am 16.12. um 10 Uhr kommt der raus. Auf YouTube und auch auf Spotify ist der Ganze dann verfügbar. Und der Song heißt... Der beste Song von allen auf der Welt. Wir haben doch schon einen Namen festgelegt. Ich sag euch, wie der Song heißt. 3, 2, 1. Tucky so Prime! Oh mein Gott. Okay, Freunde. Tucky so Prime mit Kevin und Anton. Also Anton, ich hab dich ja direkt von der... Ich bin Prime, du bist Tucky. Ich hab dich ja direkt von der Schule jetzt abgeholt. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen zur ersten Location fahren. Wo fahren wir als erstes hin? Miss Toys? Miss Toys, McDonald's. Und dann überlegen wir uns nochmal. Candy Palace auf jeden Fall auch. Ja, das ist dumm. Also wer da nie, wenn wir da nicht hingehen, dann macht das keinen Bock. Auf geht's. Wir fahren los, oder? Ja! Spaß, ja. Mm, ja. Und die ganze Welt gehört uns. Und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Es sind Anton und Kevin. Kevin, Anton und Anton. Was machst du gerade eigentlich? Ich chill gerade meinem Lamborghini Urus und Ali, der macht gerade Kamera bereit und dann machen wir gleich so Rap. Ja, zeig mal, aber du musst die Hand so rausmachen, so. Okay, würde sagen, wir bereiten hier nochmal alles vor und dann geht's gleich los und dann machen wir so. Anton, was passiert? Weiß ich nicht. Ali, was passiert? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Schießt du mich mit der Kamera ab? Du darfst dich nicht bewegen, ne? Halt still, Anton. Na. Okay, dann gehen wir ins Mini-Haus vor Schmie, oder? Und ich da rappen wir drin, oder? Ich nehme das krassere Haus, guck. Oh, das ist 160. Ja, das ist krasser. Aber das besteht auch nur aus Plastik. Okay, ich würde sagen, ich stelle die Kamera euch mal hin und dann seht ihr, wie es aussieht. Mach mal so, wipp mal mit dem Kopf mit. Ich kann die Schulglocke klingeln, ja. Packe meine Sachen und ich klinge bei Kevin. Es gibt ein kleines Problem, Freunde, denn die Musik ist zu leise. Wir gucken jetzt mal, ob wir spontan eine Musikbox finden, oder? Ja. Dann würde ich dich laut pumpen, Junge, so. Mach mal, wie man laut Musik pumpt, so. Bum, 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 bum. Dann ja, mach das so. Genau, so pumpt man Musik. Hast du schon eine gefunden? Alter, guck mal hier. Oh mein Gott. Hast guck mal, du? Die macht sogar Rainbow. Da machen wir so Rainbow, oh Rainbow. Und wie heißt das Ding? Wie nennen wir den? This Track Anton und machen alle kaputt. So heißt der Lautsprecher jetzt? Ja. Okay. Freunde, wir haben einen Lautsprecher gefunden. Das ist super. Ich hoffe nur, der ist aufgeladen. Ja, der heißt This Track Anton, alle machen kaputt. Ach so, okay. Ist ein sehr interessanter Name für einen Lautsprecher, aber... Dann nennen wir den Lautsprecher Lauti. Lauti, das ist gut. Lautisprecher. Lautisprecher. Lautititi. Ich höre die Schulglocke klingeln, yeah. Packe meine Sachen und ich klinge bei Kevin. Brawlstars, Battle, die sind nicht auf meinem Level. Online zocken, wir gewinnen die Challenge. Und, wie war's? Hat's gut geklappt? Ich weiß nicht. Was sagst du? Hat es gut gemacht? Hat sehr gut gemacht. Du hast es sehr gut gemacht. Du bist Rapper jetzt. Wie ist dein Rap-Name? Mr. Savage. Shelton. Nee, mein Name Rapper ist... Lil Anton. Nee, Bubbly Bubbly. So, jetzt sind wir wieder da und Anton muss wieder halten. Wir sind im Schmie. Wir sind im Schmie. Schießt du mich jetzt ab? Sonst sind die mal so ehrenlos und sagen, keine Werbung, wir können das alleine. Freunde, wir sind hier genau in der Barbie-Abteilung, weil wir uns dachten, ist doch ganz witzig, einfach mal hier zu filmen. Und da machen wir gleich so. Au, du hast dich abgeschossen. Alter, bist du tot? Oh, du hast ihn gekillt. Ich hab was fürs Musikvideo. Tweenie Leibweizen. Ich höre die Schulglocke klingeln, yeah. Packe meine Sachen und ich klinge bei Kevin. Brawlstars, Battle, die sind nicht auf meinem Level. Online zocken, wir gewinnen die Challenge. Trag den Eierkopf-Merch. Wir gehen zu McDonald's. Essen Burger und Pommes. Oh, mein Rücken. Du bist ein alter Mann. Wo? Warte, wir haben das graue Ding schon wieder vergessen. Ich weiß, wo es ist. Weißt du, wo es ist? Einfach nur nicken und lächeln. Dann jetzt aufs Pferd? Willst du aufs Pferd? Wie heißt dein Pferd, Mann? Ich glaube, ich bin zu schwer. Nein. Ich will damit fahren. Sag ihm, er muss jetzt machen. Muss? Ah, nee, hier. Hier ist ein Bösewichtband. Ach so, man kann den nicht fahren. Nee. So, jetzt kommt ein Part, wo Anton alleine rappt, Freunde. Trag den Eierkopf-Merch. Wir gehen zu McDonald's. Essen Burger und Pommes. Essen Anton und Kevin. Kevin, Anton und Kevin. Soll ich mich da reinsetzen? Guck mal, da. Ich mach.
Boah, das hält mich aus. Ich zock jetzt immer so in meine Ecke. Aber die Frage ist, hält das mich aus? Mach. Sonst muss ich das kaufen, wenn es jetzt kaputt geht. Juckt nicht, dann rennen wir weg. Oh, Gangster oder was? Alter, Held. Kevin, du sitzt auf dem falschen, halt mal. Auf welchem muss ich sitzen? Paw Patrol. Oder du setzt dich daneben. Digga, der ist so geil. Oh, mein. Das ist krass. Boah, das fühlt sich so geil an, dieser Sitz. Dann jetzt Süßigkeitenladen, Junge. Alpa. Alpa. Wir müssen davor noch mal irgendwie zum Markkauf oder so und gucken, ob wir wirklich Prime irgendwo finden. Weil Alpa hat fast gar keine mehr. Das ist schlimm, oder? Und Anton? Die ganzen Anton-Getränke sind ausverkauft. Ich hab das Video gesehen, aber ich hatte ja Nachschub. Ich glaube, weil du so sehr gesagt hast, dass du es so geil findest, wollten das alle kaufen. Freunde, ihr habt einfach Antons Getränke aufgekauft bei Alper. So, Freunde, als nächstes sind wir im Adventure Park in Bremen. Und hier wird jetzt auch wieder ein bisschen aufgenommen. Ich bin mal gespannt. Anton, was ist dein Plan fürs Musikvideo? Backflip da oben, oder? Stimmt, wirklich. Und sag jetzt nochmal ein, dass sie hier vorbeikommen sollen. Alle vorbeikommen im Adventure Park. In Bremen, richtig? Ja. Oh, was passiert jetzt? Warum hast du die Rolle gemacht? Keine Ahnung. Freunde, wir drehen jetzt. Anton, wie findest du eigentlich deine Aufgabe, das immer zu halten? Nice. So, Freunde, denn wir machen gleich die erste Szene da oben und dann machen wir beide Backflip. Aber ich kann keinen Backflip. Nur Anton kann irgendwie Backflip. Hui! Nehmen wir. Packe meine Sachen und ich klinge bei Kevin. Weißt du, aus der Ebene nicht auf meinem Level. Online zocken, wir gewinnen die Challenge. Bist du bereit? 3, 2, 1 und los! Ja! My name is John Cena! Boom! Bam! Ja! Ah! Richtig weg! Oh, bam! Bam! Freunde, natürlich ganz, ganz wichtig, dass es alles aus Schaumstoff gewesen ist. Also ich wurde nicht mit so einem Holzknüppel verkloppt, oder? Noch nicht. Noch nicht. Nächstes Musikvideo dann. Ja! Und jetzt müssen wir in das da und danach gehen wir in das da hinten. Okay. Rutschen, rutschen! Es wird jetzt gerutscht fürs Musikvideo. Rutsch mal, mach mal so krassen Rutscher an. Soll ich? Mach jetzt. Okay. Wow! Oh mein Gott! Oh. Anton, wo sind wir? Das musst du doch motivierter sagen. Schrei die Leute jetzt an, wo wir sind. Sehr gut. Wir sind bei Candy Palace. Und ist dir was aufgefallen? Guck mal da. Nur noch eine Packung Takis Blue Heat. Nee, Lügnerin. Ja, aber das sind die Großen. Und es gibt kein Prime mehr. Was ist eigentlich dein Statement dazu, dass es kein Anton-Getränk mehr gibt? Du musst Alper noch mal sagen, dass er das wieder kaufen muss. Ich habe Alper gerade gefragt und der hat gesagt, die haben nichts mehr auf dem Markt. Okay, Freunde, ihr wisst es, unser Standardladen Candy Palace in Bremen kommt alle vorbei. Hier rappen wir jetzt auch wieder ein bisschen. Guck so. Wir machen alle Takis auf dich drauf, dass du begraben bist. Ja. Ah, gerade war das Mikrofon aus. Jetzt hört ihr Anton mal. Brüll noch mal, dass die Leute dich wieder hören. Nein, komm mal! Hä? Koko! Ist das krass? Ich habe sie extra für mich holen lassen, weil ich mal probieren wollte. Die schmeckt nicht. Wollen wir probieren? Oh, Anton, Taste-Test. Aber es ist mit Kokos. Koko, Koko, na, na, nee. Alper hat immer krasse Sachen, Freunde, das wisst ihr. Deswegen müsst ihr alle vorbeikommen. So, du bist der Erste. Alter. Oh mein Gott. Anton, sauf, Junge. Kokosgeschmack kommt danach. Ey, man muss Kokos mögen, ne? Mach nicht mal Kokos, das ist geil. Ich bin verwirrt. Was ist dein Statement? Das ist besser als das da, ein Stoschler. Ja, ne? Ich höre die Schulglocke klingen, yeah. Packe meine Sachen und ich klinge bei Kevin. Brawlstars, beide, die sind nicht auf meinem Level. Ich bin jetzt der Verkäufer, Freunde. Der Junge ist verrückt. Entschuldigen Sie, junger Mann, möchten Sie was kaufen? Ich bin noch am Überlegen, was ich nehme. Hast du noch nicht genug? Bist du dir sicher, Anton, dass du noch nicht genug hast? Oh, Sie sitzen, junger Mann. Möchtest du von Takis begraben werden? Ali hat gerade gesagt, er will von Takis begraben werden. Werf ihn mal mit einer Packung Takis ab. Und jetzt bam, 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 bam. Ja, Takis Ego! Alper, dieser junge Mann, er nimmt deine Takis und wirft sie auf einen anderen jungen Mann. Was sagst du dazu? 360er. Per Hand noch Schüsse, Ali. Bam! Geil! Hab ich gewonnen? Ja, Ali hat er gewonnen. Gar nichts gewonnen. Oh.
Ich glaube, wir müssen dich gleich mit Takis begraben, Anton. Okay, Anton, wir filmen jetzt weiter, oder? Ja! Boah, Anton, du hast gerade Takis gegessen wie ein Löwe. Aber das haben die Leute im Behind the Scenes noch nicht gesehen. Brennt dein Mund immer noch? Ja. So, Freunde, im Candy Palace haben wir soweit alles sehen fertig. Ist meine Zunge noch blau? Nee. Hä, echt nicht? Nö. Zeig mal in die Kamera. Lügt der? Ja. Freunde, es ist auf jeden Fall geisteskrank eskaliert. Wir haben ein paar Takis gegessen, ne, ja. Anton? Ich glaube, das war einer zu viel. Einer zu viel? Mhm. Okay, und jetzt gleich müssen wir noch zu McDonald's. Megas. Megas. Anton, dein Anton-Getränk. Du fängst ja gleich an zu weinen. Du musst stark bleiben, Anton. Es gibt ab morgen wieder Anton-Getränke, junger Mann. Danke. Ich danke dir. Anton, wir sind Musikvideodreh, Candy Palace sind wir fertig. Ja. Jetzt machen wir kurz Pause, essen ein bisschen Baguette und gleich geht's zu Mc's noch, ne? Ja. Jetzt musst du einmal kurz schnipsen, ist das Essen da. Mach mal. Alter! Hä? Hast du nicht ein Baguette bestellt? Mhm. Und warum ist der schon angeknabbert? Ich habe Baguette bekommen. Ach, weil ich ein Babycrepe bestellt habe. Ach, so hast du dich versprochen, ne? Egal. Egal. Wir fetzen jetzt. Fetz. Fetz jetzt schnell fürs Video. Einmal fetzen. Ja, Junge. So, Freunde, mit Essen sind wir jetzt fertig. Wir sind jetzt natürlich für den Musikvideodreh auch unglaublich wichtig nochmal zu McDonald's gefallen. Gefahren. Ich habe jetzt hier sogar noch die Prime-Flaschen mit, weil die brauchen wir auch noch für den Dreh. Anton und Ali sind schon drin. Ich guck mal, ich laufe mal direkt rein und werde mal schauen, ob die da schon soweit alles vorbereitet haben. Alter, setz mal die Mütze auf. Digga, du bist neuer Mitarbeiter hier. Anton, was ist das? Nicht öffnen, gleich fürs Musikvideo. Hamburger. Ach, Chickenburger. Ah, Cheeseburger. Haben wir den gratis bekommen? Du bist verrückt, ja. Wegen 10 Milliarden Coupons. Ja. Ich bin der Bruno und ich bin die Kamera. Haben Spaß.